Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Desiree von Romantic Book Fan und heute habe ich eine Rezension für euch. Und zwar habe ich gelesen dieses wunderschöne Buch hier, Liebe ist wie Drachensteigen. Das hatte ich euch ja schon bei meinem Book Haul, bei meinen Neuzugängen vorgestellt. Ja, und jetzt habe ich es gelesen und was soll ich sagen, das Cover, das verspricht nicht zu viel, also es war wirklich ein wunderschönes Buch. Ja, um was geht es denn eigentlich? Es geht um Sam und Hatley. Und zwar wird das Buch jeweils auch aus der Perspektive der beiden erzählt. Das heißt, man lernt sowohl Sam als auch Hatley kennen. Und beide sind gerade umgezogen. Und das hat interessanterweise ganz ähnliche Gründe, weil bei Sam ist es so, dass sich seine Mutter getrennt hat und sie praktisch mit der Schwester und mit Sam einen Neuanfang gesucht hat. Und auch bei Hatley ist es so, dass zwar die Eltern noch zusammen sind, aber gerade eine schlimme Ehekrise durchmachen. Und auch sie wollten praktisch in einer neuen Umgebung neu anfangen. So, und jetzt treffen sich die beiden zum ersten Mal auch in der Schule. Und man merkt auch schnell bei Hatley, also irgendwie muss was vorgefallen sein, was Schlimmes. Denn sie versteht sich überhaupt nicht mehr gut mit ihren Eltern. Ja, vor allem mit ihrem Vater nicht. Und ja, sie hat da auch flüchtige Knutschereien mit verschiedenen Jungs auf verschiedenen Partys, was sie am Anfang nicht so ganz sympathisch gemacht hat. Aber man merkt schnell, das ist für sie einfach ein Mittel, um sich abzulenken vom Alltag. Genau. Und bei Sam ist es so, dass er sich im Moment auch nicht gut mit seiner Mama versteht, ihr eigentlich aus dem Weg geht, dafür aber zuckersüß zu seiner kleinen Schwester ist, die eben diese Trennung vom Vater auch nicht gut verkraftet hat. Genau. Und die beiden müssen zusammen an einem Schulprojekt arbeiten und lernen sich sozusagen besser kennen. Und Sam hat allerdings auch ein größeres Geheimnis, das will ich jetzt nicht verraten, sonst es ist wirklich ein spannendes Element, deswegen verrate ich es jetzt hier nicht. Genau, aber dieses Geheimnis beeinflusst sein Verhältnis zu Hatley eben sehr. Und obwohl er sie sehr mag, verhält er sich auch sehr ambivalent ihr gegenüber. Das heißt, er stößt sie einmal weg, einmal lädt er sie zu sich ein. Also Hatley weiß ja nicht so genau, wo sie dran ist. Und das ist für sie besonders schwierig, weil Hatley eigentlich den Glauben an die große Liebe verloren hat, seitdem ihre Eltern da in dieser Ehekrise stecken. Und Sam ist im Prinzip der erste Junge, für den sie sich jetzt mal wieder interessiert. Und das macht es für sie so schwierig, dass er sich so merkt. Ich fand beide Charaktere sehr interessant. Wie gesagt, bei Hatley war es anfangs so, dass ich dachte, was ist denn das für eine, die da immer so bedeutungslos auf Partys mit Jungs rummacht. Das macht sie vielleicht nicht so sympathisch am Anfang. Genau, aber man merkt einfach, sie ist so, also ich glaube, sie ist 17, wenn ich mich richtig erinnere. Sie ist einfach so schwer getroffen von dieser Ehekrise. Und ich finde, das zeigt aber auch, weil man oft denkt, naja, das ist doch erwachsen, das ist doch gar nicht so schlimm, wenn da die Eltern sich mal trennen, dass das doch die Kinder oder die Jugendlichen noch sehr, sehr belastet. Genau. Also ich fand das Buch sehr schön. Also als Leser erfährt man relativ schnell dieses Geheimnis von Sam, aber Hatley weiß es eben nicht. Und so kann man aber auch Sams Verhalten sehr gut nachvollziehen, warum er sie immer von sich wegstößt. Kann aber natürlich auch Hatleys Seite verstehen, die überhaupt nicht weiß, woran sie ist. Und im Prinzip dreht es sich wirklich um die Beziehung der beiden zueinander, aber auch jeweils von Sam zu seiner Familie und von Hatley zu ihrer Familie. Und wie vielleicht diese Verhältnisse auch wieder gekittet werden können. Genau, also ich fand das Buch wirklich, wirklich schön. Es ist beim Magellan Verlag erschienen, kostet, ich glaube, 18 Euro, wenn ich mich richtig entsinne. Genau, das kann ich euch aber unten dann nochmal verlinken. Und ich gebe dem Buch 4 Sterne. Super. Ja, dann hoffe ich, hat euch diese Rezension gefallen. Ich habe euch inspiriert und immer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, sagt mir doch unten einfach nochmal in den Kommentaren Bescheid. Tschüss!